hier ist Prime, was aktuell das gehypteste Getränk der Welt ist. Ein Getränk von Logan Paul und KSI. Und ich bin einmal durch ganz Deutschland gefahren, um das zu kaufen. Für 13 Euro. Ich hab 13. Aber ist das Produkt von KSI und Logan Paul wirklich den Hype wert? Oh Mann, Leute, ich krieg die Flasche nicht auf. Ihr müsst mir helfen, okay? Da, seht ihr da so einen Daumen? Da müsst ihr draufklicken. Dann klappt's. Klickt mal jetzt alle auf den Like-Button. Yeah! Es hat geklappt, Mann. Boah, es riecht super süß. Es riecht super süß. Es riecht, wie wenn man ein Kaubonbon mit Zucker in Wasser geben würde. Sieht, naja, basic aus. Und dann der Moment, worauf alle warten. Wie wird dieses Getränk schmecken? Wow, ist das süß. Dieses Teil hat nur 2 Gramm Zucker. Es schmeckt, als wären da 20 Gramm Zucker drin. Ich schwöre, Alter. Ein guter Vergleich, glaube ich, Powerade ein bisschen besser mit doppelter Süße. Bekommt von mir eine 8,5 von 10. Abonnier, wenn ich die anderen Geschmacksrichtungen auch noch testen soll.